Piratenfraktion spricht der Kollege Schulz. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, den Stream grüße ich auch noch mal zu später Stunde. Ja, die sind jetzt alle zu Hause. Die Leute sind jetzt alle zu Hause, tagsüber wahrscheinlich weniger. Und ich stehe hier vorne zu einem Antrag der CDU, muss ganz ehrlich sagen, bin etwas erstaunt, vor allen Dingen nach der Debatte, die wir gestern geführt haben im Rahmen der Aktuellen Stunde. Da hatten wir festgestellt, na, nicht alle hatten das festgestellt, aber dass der Bund, insbesondere der Bundesfinanzminister, ja nun das mit der schwarzen Null machen will. Und dass er das auf Kosten der Länder machen will und dass er das insbesondere, wie es aussieht, auch gerade zu Lasten des Landes Nordrhein-Westfalen tut. Unabhängig von der Frage der jungen Generation, Herr Kollege Witzel, müssen wir das ja nun mal als Faktum ansehen, dass gerade, und das wird ja immer wieder auch gerne in diesem Hause betont, auch von Ihnen, auch von uns, vom Bund zu wenig Geld kommt. Um es ganz klar zu sagen, die Schulsozialarbeit, das hatten wir heute Morgen, 120 Millionen fehlen. Da gibt es ja noch und nöcher. Wenn wir die Positionen alle untereinander rechnen, dann wird wahrscheinlich das Milliardenvolumen, welches Nordrhein-Westfalen bräuchte, um dem Antrag der CDU in irgendeiner Form gerecht werden zu können, sodass nämlich die Steuermehreinnahmen, von denen hier die Rede ist, auch tatsächlich kompensatorisch für den Schuldenabbau hergenommen werden kann, da müsste man mal schauen, ob das dann überhaupt passt. Entscheidend ist aber doch Folgendes. Die Landesregierung, und da lasse ich die Landesregierung an dieser Stelle wirklich nicht aus der Pflicht. Und da bin ich wiederum bei der CDU. Nicht mit dem Antrag, aber mit einer allgemeinen Forderung, dass wir gesagt haben, und das wiederhole ich an dieser Stelle ausdrücklich, wir einen verbindlichen Finanzplan bis 2020 brauchen, um die Risiken für das Land Nordrhein-Westfalen schon weit vor 2020 abschätzen zu können und um da sagen zu können und gegebenenfalls auch daran mitwirken zu können, wie hier eine strukturelle Veränderung im Landeshaushalt auf der Schuldenseite herbeigeführt werden kann, die dazu führt, dass mittel- bis langfristig eben tatsächlich auch diese hier erwähnten, im Antrag erwähnten 137 Milliarden Verschuldung des Landes Nordrhein-Westfalen irgendwann noch mal bezahlt werden können. Ob sie bezahlt werden müssen, das kann man natürlich an dieser Stelle auch noch mal erstmal offen lassen. Denn wir befinden uns ja im öffentlichen Haushaltsbereich und nicht bei Privathaushalten. Aber alle Steuermehreinnahmen, wie die CDU es fordert, ausschließlich zur Senkung der Netto-Neuverschuldung einzusetzen, ist natürlich angesichts der Lasten, insbesondere auch zum Beispiel der Soziallasten im Lande Nordrhein-Westfalen, die ja keine Kompensation aus dem Bund im vollen Umfang, insbesondere in 2014 bekommen, etwas problematisch. Etwas problematisch. Und die Forderung muss man ja auch mal im Vergleich zu den anderen Bundesländern sehen. Es ist zwar sicherlich richtig, wenn gesagt wird, dass 8 Länder in Deutschland schwarze Zahlen schreiben, nur Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen die Ausgaben nicht unter Kontrolle habe, was wiederum logisch den Schluss nahelegte, dass eben nur deshalb wir in Nordrhein-Westfalen keine schwarzen Zahlen schreiben, sollten wir doch vielleicht bei den anderen 7 Bundesländern mal nachfragen, ob da noch was in der Schatulle liegt, sodass wir das hier in irgendeiner Form in Nordrhein-Westfalen verwenden können. Aber die Forderung, die die CDU aufstellt, die ist ja nicht mal, um es mal ganz klar zu sagen, da bin ich bei dem Kollegen Weske, der das eben hier sehr, möchte sagen, wirklich sehr eindrücklich oder beziehungsweise sehr, sehr eindrucksvoll dargelegt hat, wie das denn hier mit den Fakten tatsächlich aussieht. Bremen, das Bundesland mit den schlechtesten öffentlichen Finanzen, selbst da mit 300 Millionen jährlich unterstützt von Bund und Ländern, da hat der Finanzstabilitätsrat ist auch nicht durchgesetzt. Gar nicht durchgesetzt. Und dieser Plan in Bremen, der sieht auch Ausgabensteigerungen vor, genauso wie wir sie in Nordrhein-Westfalen haben. Und ich denke dabei zum Beispiel eben auch an die Steigerungen im Bereich des Tarifrechts, sowohl im Bereich des öffentlichen Dienstes wie aber auch bei der Beamtenschaft. Wir verfolgen das ja auch, wir wollen das ja auch. Und die Kosten steigen natürlich effektiv.
Und da muss man natürlich sehr vorsichtig sein, ob man sagt, die Steuermehreinnahmen und packen wir also jetzt rein, die Netto-Neuverschuldung zu kürzen. Der Finanzminister hat zumindest bis 2017 eine Planung vorgelegt, wo die Netto-Neuverschuldung sukzessive sinken soll. Allerdings, und das möchte ich auch noch mal mahnend hier an dieser Stelle auf den Weg geben, der Landesrechnungshof geht da von anderen Voraussetzungen aus und sagt, dass Nordrhein-Westfalen mit der Absenkung der Netto-Neuverschuldung um 500 Millionen Euro pro Jahr zurückliegt. Wir jedenfalls sehen keinen Grund, diesen Antrag der CDU an dieser Stelle und heute anzunehmen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz.